Lilo, heute mal ein kleines Video zu einem Thema, das ich irgendwann schon mal angeschnitten hatte. Ich weiß gar nicht mehr wann. Geo-IP, ne? Ubuntu, ne? Macht so Geo-IP mit uns. Und der eine oder andere wird sich dann fragen, was soll das eigentlich, ne? Ubuntu ruft regelmäßig folgende IP auf, ne? Geo-IP, Ubuntu.com, Lookup, ne? Das ist so ein bisschen wie ist meine IP.de? Was würden wir damit tun? Was soll denn das jetzt? URL of a Service, ne, URL ist eine Webseite, so Adresse. That can be contacted and returns an XML-File containing location information about the requested IP-Address. Und das wird regelmäßig aufgerufen, ne, also quasi bei jedem Rechnerstart, wenn es nicht ständig im Hintergrund läuft. Und da fragen wir uns, was soll das, ne? Was soll uns das sagen? Gut, ich sollte mir vielleicht erst einmal hier so kopieren, Rechtsklick kopieren. Ich habe mir jetzt diese IP mal kopiert, damit man mal sieht, was passiert, wenn man das mal manuell eingibt. So, ich starte jetzt mal Firefox und gebe das da mal ein. Einfügen, das da oben. HTTP, GeoIP, Ubuntu.com, Lookup, ne? Müsste ich jetzt meine IP-Adresse, die ich jetzt tatsächlich im Moment so habe, sehen, bekomme ein XML. File, ein XML-File. Sieht man meine momentane IP-Adresse? Status, okay. Na, ich bin sowas von okay. Ne? Deutschland, ne? Country Code, sieht man, ich komme aus Deutschland, aber sowas von Deutsch. Regionalcode, ich wohne in Hessen. Guckst du, ne? Darmstadt, guckst du, sagen die da nicht. Da. Und Langitude, Longitude. Was ist tut denn das da? Das sind so meine Positionsdaten, wo ich gerade so bin. Und das könnte uns vielleicht mal stören, ne? Stören. Darmstadt. Ne, ich wohne nicht wirklich in Darmstadt. Keine Angst, das ist nicht so wirklich so. Gut. Jedenfalls kommt das dabei raus. Ein XML-Datei, ne? Wird regelmäßig so abgerufen, ne? Wird aufgerufen und da zieht er sich so Informationen raus. Gut. Ja, warum? Eine Möglichkeit ist, ja, jetzt gehen wir mal hier zum Beispiel auf. Es ist der Ubuntu GeoIP Provider, ne? Das ist dieses Programmchen, was da so läuft. Ich habe das auch mal unter Synaptic mal geholt. Wo habe ich denn das da aufgemacht? Da. GeoClue, ne? Und darin, ne? This package contains a position backend for GeoClue. Uses the IP Geolocation Database, bla bla bla. Das Ding guckt jetzt regelmäßig, wie ist meine IP im Internet nach, was ich jetzt für eine IP im Moment habe, wo ich herkomme und warum überhaupt. Ne? Gerade in Zeiten wie so Prism, ne? Also solche kariert angezogenen Typen wie ich, die haben über ganz viel Angst vor. Dann, ja, was? Warum macht er das? Ne? Das gefällt uns nicht so wirklich. Wir sind hier übrigens unter Ubuntu 13.10, ne? Wir sind 2013 und das gibt's schon länger, ne? Das gibt's schon sehr viel länger. Macht das Ubuntu dieses Spielchen mit? Warum denn überhaupt? Also hier könnt ihr euch zum Beispiel mit Rechtsklick Eigenschaften nochmal anschauen, welche Dateien das sind. Ne? Könnt euch ebenfalls diese Changelogs mal anschauen, ne? Im Editor. Könnt dann diese mal öffnen, einfügen, wofür die gut sind, wie lange es das schon gibt. Und bla 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 bla. Ne? Könnt ihr da mal gucken. Und dann findet man zum Beispiel, was wird denn da ausgeführt? Das ist ein Service, den man starten und stoppen kann. Und was findet man noch? Ne? Wie genau ist der? Ne? Je nachdem, was ihr so habt. Wenn ihr GPS zum Beispiel habt, beim Gerät, ne, dann weißt du das auf so Zentimeter genau oder Millimeter. Ja, wo ihr da gerade so seid. Ne? Gut, ich kann den GPS hier dran. Gut. Warum kommt das überhaupt so mit? Und warum, was soll das überhaupt? So. Das hat schon angefangen mit Maverick Meerkat, ne? Ubuntu 10.10. Das war der Vorgänger, der noch kein Unity hatte. Da haben die schon mal so angefangen, ne? Mit GPS und GSM und bla bla bla. Ne? Da haben sie schon mal mit angefangen. Und da kam ja das Unity, ne? So mit so Richtung, ich mache mal Smartphone. Und ja, die haben sich gedacht, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man das Ding jetzt mitnimmt, ne, den Computer, ne, das Smartphone, oder Ubuntu geht ja in Richtung Smartphone oder mit Laptop hat, wäre es nicht schlecht, wenn man eine Möglichkeit hätte über eine Programmierschnittstelle, hier sieht man übrigens nochmal die Meilensteine,
Wenn man die Möglichkeit hätte, herauszufinden, wo ist der Kerl jetzt, ne? Um jetzt spezielle Services anzubieten, zum Beispiel, wie ist denn jetzt das Wetter? Oder gibt es eine Pizzeria in meiner Nähe? Oder. Hier in Ubuntu 13.10 ist es wohl so, dass es hauptsächlich für den Indikator Date Time genutzt wird, ne? Dass man weiß, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich, ne? Damit die Uhrzeit stimmt, ne? Das dürfte hier der Hauptgrund sein. Ich habe das natürlich jetzt wieder so verpasst, dass ich da jetzt nicht direkt drankomme. Also hier sieht man jedenfalls, dass die Pakete da drin stecken. Ne? GeoClue. Ne? Ne? Indikator, Data. Indikator ist sowas da oben auf der Startleiste. Datum, Uhrzeit. Ne? Gut, wissen wir. Also, wo ist mein Indikator? Kein Indikator mehr. Da. Da mal, ne? Dass der weiß, genau wo ich bin, ne? Damit ich genau lokalisierbar bin, damit Datum und Uhrzeit stimmt. Jetzt werden einige sagen, warum macht man das nicht über Network Time Protokoll oder so, ne? Ist wohl zu ungenau oder wie auch immer. Jedenfalls hat man sich dazu entschlossen und das gefällt einige nicht. Wenn man das vielleicht deinstallieren will, GeoClue deinstallieren, GeoClue, Ubuntu GeoIP, GeoIP Base. Das hier nicht. Das hier eine C-API, eine Schnittstelle. Ne? Und das hier eine Datenbank. Also die Dinger runter. Und da muss man natürlich hier oben die Datums- und Zeiteinstellungen manuell einstellen. Ne? Das kann man machen. Übrigens könnte man auch hier mit dem dconf-Editor, ne? Mit den dconf-Tools, diese IP natürlich auch ändern. Da könnte ich was anderes hinmachen, ne? Wenn mir das nicht gefällt. Könnte ich machen. So, und dann habe ich noch mal ein bisschen weiter geguckt. Was ist denn das überhaupt? Ne? Warum haben wir das gemacht? Das primäre Ziel, ja, ist, Anwendungen zu machen, die genau wissen, wo ich bin. Möglichst einfach. Ne? Also, dass sie möglichst einfach auf eine Schnittstelle zugreifen können und wissen, wo ich bin. Zum Beispiel, um dann zu sagen, aha, in deiner Nähe ist eine Pizzeria. Oder deine Uhrzeit ist so und so. Oder für Navigation oder ähnliches, ne? Da ist auch was mit GPS drin. Wi-Fi, ne? Bei Wi-Fi, also WLAN, akkurat in Metern, habe ich hier ein GPS dran, akkurat in Zentimetern. GeoIP, was ich im Moment habe, da ist die akkurat Genauigkeit ungefähr auf Stadtlevel, ne? Also ungefähr in welcher Stadt ich mich gerade aufhalte, stimmt hier übrigens nicht. Was mich wieder beruhigt, ne? Deshalb konnte ich das so schmerzfrei zeigen. Gut, hier steht also, while the secondary goal is to ensure that no application can access local information or permissions. Also hier steht, das zweite Ziel, ne, war ursprünglich mal, sicherzustellen, dass keine Anwendung das einfach so abfragen kann, ohne die explizite Genehmigung des Benutzers. Nun, ich habe aber nie mal explizit angegeben, dass ich das möchte, dass sich der das so aus dem Internet zieht. Ne? Das mag damit zusammenhängen, dass das da anders steht. Ne? The goal of GeoClue, location-aware application as simple as possible, also so einfach wie möglich das alles zu machen und so einfach wie möglich ist wahrscheinlich dem Benutzer erst gar nicht vorsichtshalber zu fragen. Gut, GeoClue. Könnt ihr auch nochmal nachlesen bei Wikipedia, zumindest auf dem englischsprachigen, ist übrigens nicht nur in Ubuntu drin, ne? Debian und Fedora, ne? Gut, irgendwas mit Red Hat habe ich da auch nicht gesehen, ne? Position Information über GPS und blablabla. Wie gesagt, hat man wahrscheinlich reingemacht, weil Ubuntu so in Richtung Handy geht und wenn Ubuntu dann auf dem Handy läuft, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, die Position zu haben, um die Anwendung oder Apps meinetwegen in die Lage zu versetzen, auf lokale Services zuzugreifen. Ne? Gut. Am Handy kann man natürlich einschalten, ob ich das möchte, Positionsdaten übermitteln oder nicht. Hier hat man mir nicht die Wahl gelassen. Das ist das Einzige, was mir jetzt nicht gefällt. Also ich habe jetzt da keine Bedenken, dass da irgendwas passiert. Gut, Ubuntu, ne? GeoIP, Ubuntu.com. Ubuntu.com ist Isle of Man, also Insel des Menschen oder wie auch immer man das übersetzen möchte, das ist ganz nah bei England. Ha, geht noch so. Ne?
ist nicht in England, obwohl die da in London Hauptsitz haben. Ja, Prism, hier die gestreift. So, FreeDesktop.org, wo sitzen die? Irgendwo in Amerika, USA, irgendwo. Ja, habe ich mal mit Whois mal nachgeguckt, die sitzen irgendwo in den USA. Gut, Red Hat übrigens, die da auch mitmischen, sitzen in den USA irgendwo. Jo. Gut, also wer jetzt ein bisschen voll paranoid ist, der schaltet vielleicht mit der Synaptic-Paketverwaltung mal ab. Riskiert dabei, dass der Indikator Zeit da nicht richtig funktioniert. Dann ist gut. Ne? Gut, jetzt gab es noch mehr andere Sachen, die man mal abschalten sollte. Die Privatsphäre-Einstellung in der Systemeinstellung kann man ja auch verwenden. Man kann Zeitgeist abschalten und, naja gut, streng genommen macht Ubuntu noch andere Sachen beim Login, nämlich beispielsweise, um mir die Möglichkeit zu geben, eine Remote-Desktop-Verbindung direkt, ne, also eine, wie steht's vor, eine Fernverbindung, ne, eine RDP-Verbindung herzustellen, dann haben wir auch noch direkt eine Verbindung, ne, und wenn es nicht existiert, erscheint es nicht beim Login vorne. Und wenn doch, dann erscheint, ne, also die IP-Adresse, ne, von mir, die wird sowieso an separate Ubuntu-Server oder wie auch immer beim Einschalten des PCs ständig übermittelt, ne? Ja, gut. Nicht unbedingt über jetzt Geo-IP, aber es werden verschiedenste Services gestartet, zum Beispiel Ubuntu One, ne, das ständig an, selbst wenn ich es ausschalte. Gut. Oder nicht gut. Urteilt selbst, ne? Könnt ihr euch überlegen, es abzuschalten. Ich lasse es jetzt erstmal an. Ich denke, dass es hier hauptsächlich für den Indikator Datum und Uhrzeit ist. Und da der Server sich auf der Isle of Man befindet, ne, der Insel der Männer oder wie auch immer der Frauen oder der Menschen, dann ist das für mich im Moment noch in Ordnung. Gut. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.